Ja, liebe Griechen, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr hattet jetzt alle schöne Ferien, seid gut erholt und wir können jetzt mit neuem Schwung in die nächste Etappe starten. Wir bleiben bei Euripides, wir bleiben bei dem Backen. Erinnern wir uns mal kurz, was passiert ist vor den Ferien, ist ja eine Zeit lang hier. Also, Pentheus kriegt mit, dass Dionysos hier Umtriebe macht und schickt Jäger aus, die sollen ihm diesen fremden Typen da einfach mal einfangen. Und der Titel heißt ja schon Gefangen, also ihr könnt schon ein bisschen ableiten, was da wohl passiert. Der Text ist jetzt nicht allzu schwer, hat nicht so große Schwierigkeiten, also ihr könnt es gerne mal versuchen, den ohne Hilfe zu übersetzen und anschließend das Video anschauen und dann gegebenenfalls verbessern. Das bleibt euch überlassen. Schauen wir uns mal Satz für Satz an. Ich würde euch bitten, in diesem ersten Satz, Pentoi pares mentent agran ekroikotes, ephen epemsas ut akran tor mesamen. Erstmal alle Prädikate und alle Partizipien zu suchen. Und hier kommt die Auflösung. Im Hauptsatz zwei Prädikate, paresmen und hormesamen, sowie ein Partizip, ekroikotes, und dann im Relativsatz epemsas. Nächste Frage, die wir klären. Also logisch ist, wir haben kein Subjekt, also steckt das Subjekt hier drin. Par esmen, ihr seht es, enum men, erste Person Plural, also wir ist das Subjekt. Nächste Frage, worauf bezieht sich denn dieses Partizip ekroikotes? Also es ist Partizip im Nominativ Plural. Erinnert euch immer dran, Partizip im Nominativ bezieht sich auf Subjekt. Ich habe den Pfeil mal hierher gemacht, weil ja das Subjekt in dieser Endung drin steckt. Also erinnert euch dran, da müssen wir immer ein als wir oder nachdem wir machen. Pentheus, wir, nachdem wir. Agroio ist angegeben, das heißt ich jage und dann müssen wir uns natürlich fragen, wen oder was? Tent agran, wer dazugehörig? Ja, jetzt muss man uns als nächstes fragen, Nebensatz, worauf bezieht sich dieses Relativpronomen hän, also f hän epemsas, f ist epi, epi hän epemsas, das ist tend akran, also diese Beute. Und die Endung bei epemsas habe ich schon fett markiert, bitte genau anschauen, dass du da nichts Falsches übersetzt. Also, nochmal im Überblick, Hauptsatz, par esmen, Partizip, tend akran ekroikotes und Ude agrant hormesamen. Und dann habt ihr einen Relativsatz, der sich auf dieses agran bezieht. Hormesamen kommt übrigens von hormao, also Omega abgeleitet vom Omikron. Und bei den Verba contracta wird ja dieser Vokal hier verlängert, also gedehnt. Also deswegen hormesamen. Machen wir gleich weiter mit dem nächsten Satz. Auch hier bitte ich euch wieder erstmal alle Prädikate, alle Subjekte und gegebenenfalls alle weiteren Verbformen zu suchen. Ja, das wäre die Struktur. Hier das Subjekt. Hotert hot. Normalerweise würde man es anders stellen. Hodde hoter. Das ist die gewöhnliche Stellung beim Demonstrativpronomen. Hier eben umgedreht. Und zwei Prädikate. Hyp espasen und edoken. Hypospao ist rechts angegeben in der Kommentarspalte. Ich ziehe weg und jetzt frage ich euch, wen oder was? Was ist denn hier das Objekt? Ja, poda, also Akkusativ. Pod steht für poda, von pus podos. Und dann können wir es eigentlich übersetzen. Hode hoter. Was war dieses ter? Das war hemin, also wem? Hemin praos. Und was tat es? Ut hyp espasen, wen oder was? Poda. Und jetzt ein Dativ, wo phygä. Schauen wir uns den zweiten Teil noch an. Ihr sagt mir bitte, von welchem Wort edoken kommt. Hoffentlich alle erkannt. Das war die Drohung, dass ich sonst in Frühpension gehe. Also es kommt von didomi. Ich gebe, aber er gab. Nächste Frage, welches Tempus liegt vor bei Edoken?
Hoffentlich hat sich keiner ins Boxhorn jagen lassen. Hier haben wir zwar ein Kappa, aber denkt dran, bei den Mi-Verben steht das Kappa im Singular im Aorist. Sonst wäre es Dedoka. Also Edoken ist Aorist. Also Al Edoken, aber er sie es gab. Wen oder was? Heras, und zwar Uk Akon. Beim nächsten Satz, bevor wir wieder an die Prädikate und die Verbformen und die Subjekte gehen, bitte ich euch mal Wörter zu markieren, die diesen ganzen Satz gliedern. Ja, das wäre einmal dieses Ude, Ude und einmal Kai, Te. Also dieses Te ist ja wie ein Kai, nur müssen wir uns an der Stelle denken, denn das Te ist ja nachgestellt wie das lateinische Quä. Das als erste Strukturangabe und jetzt sucht ihr bitte wieder Prädikate, weitere Verbformen und Subjekt. Jetzt ist alles markiert. Also wir haben Erlachsen als erstes Prädikat, wir haben F4 als zweites Prädikat und Emene als drittes Prädikat. Und beim ersten fangen wir an. Ich würde euch gleich mal darauf hinweisen, wir hatten ja vorher dieses Ude, Ude und daran ist eigentlich zu erkennen, dass hier irgendein Prädikat fehlt und fehlendes Prädikat, dann nehmen wir meistens ein Ähn an. Also weder Ochros Ähn noch Älaxen. Und da überlegt ihr mal bitte, von welchem Wort Älaxen kommt. Hoffentlich gefunden, es ist Alato. Und jetzt fragen wir uns noch, wen oder was? Was ist das Objekt zu Alato? Das ist dieses Oinopon Genyn. Okay, beim zweiten Prädikat, Ephieto, fragen wir uns auch wieder, von welchem Wort kommt's? Ja, heute ballen sich diese gemeinen Mi-Verben Ephiemai. Und jetzt, wenn ihr die Bedeutung von Ephiemai erkennt oder wisst, dann merkt ihr schnell, das muss mit einem Infinitiv gehen. Und dieser Infinitiv ist Dein, Kai, Ab, Again, also diese zwei Infinitive. Hier haben wir ein Partizip. Gelohn, überlegt bitte, worauf sich Gelohn bezieht. Gelohn steht im Nominativ, Partizip im Nominativ bezieht sich immer auf Subjekt. Und das Subjekt steckt in Ephieto drin. Können wir in dem Fall wörtlich übersetzen oder mit einem Adverbialsatz, in dem er. Ephieto, was zu tun? Dein kai apagein. Ja, ein letztes Prädikat haben wir, emene. Ich glaube, das könnt ihr selber finden, also das ist nicht so schwer von der Form her. Auch hier haben wir ein Partizip, proyumenos. Überlegt es wieder, worauf sich es bezieht. Genau, es ist wieder im Nominativ, also wieder auf Subjekt. Wichtig ist, proyumenos steht mit einem doppelten Akkusativ, also indem er das da zu dem machte. Also schauen wir es nochmal an. Ude ochros, ähn ergänzen. Ude elaxen, wen oder was, oinopon genyn. Dann ephieto, indem er gelohn. Und was, ephietai, dein kai apagein. Und emene, wobei er poiumenos to emon eutrepes. Ja, und dann kommen wir zum Abschluss. Kago ist kai ego. Kai ego, die aidus apon, ich glaube, das ist klar. Oxen, Vokativ. Ochekon akuse. Pentios tos mepems epistulais. Wenn wir mal diesen Relativsatz grafisch abtrennen, dann wird es eigentlich klarer. Dann haben wir hier den Gegensatz Uchekon agose, sondern Penteost epistulais. Überlegt mal genau, welcher Fall ist das? Welcher Fall ist das? Wo können wir fragen, wodurch? Durch Penteos. Und auf dieses Penteos bezieht sich jetzt der Nebensatz Hos me epemse. Ja, das war's schon. Ich hoffe, euch geht's gut mit dem Text. Ich freue mich wieder auf eure Rückmeldungen und ja, wünsche euch frohes Schaffen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.